Flasche leer. Kennen Sie? Ja. Also jeder, der den Film Die Götter müssen verrückt sein gesehen hat, weiß, dass diese Dinger unglaublich stabil sind. Herr Kerner, machen Sie mal den Test. Ja. Ich wollte nur die Scheune nehmen. Absolut kann stabil. Ich auch am Boden? Ja, dürfen Sie auch. Ja. Ich kenne ja Ihr Studio nicht. Ja. Herr Kerner, schauen Sie sich die doch mal an. Halten Sie es gegen das Licht in die Kamera. Das ist wirklich eine handelsübliche, nur gereinigte und Etikett entfernte Flasche. David, darf ich dich bitten, mir zu helfen? Die Geige muss wieder geparkt werden. Ich kann's ja machen. Ja, ich mach das mit Herrn Garrett. Okay. Herr Garrett hat ja Erfahrung als Musiker, der weiß ja, dass Gefühle und Gedanken unsere Taten unglaublich beeinflussen können. David, ich möchte dich bitten, die Flasche an zwei Fingern zu halten. Wichtig ist, dass du sie mit ausgestrecktem Arm hältst. Okay. Und ich möchte, gab es in deinem Leben, gibt es irgendjemanden, den du schon mal umbringen wolltest? Moment. Das ist eine andere Sendung. Nein. Also keine reale Person, bitte, sondern sagen wir mal, vielleicht eine Comicfigur. Was passiert denn? Was passiert? Nur ich möchte ihn, er ist mein Gast, er steht unter meinem Schutz. Keine Angst, braucht er Schutzkleidung? Nein, nicht. Kein Problem. Okay. Eine Comicfigur, eine nicht reale Figur, darf so die Klassiker, bitte. Können? Klassiker sind so Muppet-Shows, Sesamstraße, okay. Teletubbies. Okay, wunderbar. Ich möchte, dass du versuchst, diesen Ärger, den du empfindest, auf diese Figur in ein Bild zu fassen. Also versuch dir vorzustellen, wo du diese Figur erledigst und mit welcher Tatwaffe. Alles klar. Okay. Okay, bitte die Hand aufhalten, die andere Hand. Hier ist ein kleiner Splitter Glas. Also, ich zeig's kurz hast in die du Kamera. Den richtigen Ausgesucht ja, ja. Hier mit dieser Geschichte. Ganz locker die Hand rumschließen, nicht soll zu fest. Machen? Ja, nein, und versuch, die Wut, den Ärger, den du jetzt künstlich natürlich ein bisschen herbeiempfindest, über deine Schulter, den Arm entlang, in diesen Splitter Glas zu schicken. Okay. Perfekt. Bitte wirf jetzt den Splitterglas in die Kulla, die Hand immer ausgestreckt lassen, da vorne hin. Das ist das oberste Dogma. Also da rein. Da rein, bitte, jawohl. Gut. So, dass wir den Splitter in der Colaflasche hören. Ich möchte, dass du dich jetzt konzentrierst. Ja, stopp. Dass du dich konzentrierst auf die Figur, auf den Ärger. Und genau leicht so ein bisschen hin und her machen, dass wir den Splitter hören in der Flasche. Okay? Alles klar. Wunderbar. Schau da hin und denk an die Figur. Ja, noch ein bisschen mehr. Das wissen wir. Oh! Entschuldigung, David, bei mir kam gerade ein völlig verrücktes Bild an. Homer Simpson auch in der Berliner Philharmonie, der mit einem Geigenbogen niedergestreckt worden ist. Ist das das, was du... Das ist richtig. Ja, das hast du gedacht. Richtig. Wirklich? Ja. Homer Simpson mit einem Geigenbogen. Wahnsinn, ich nehme das mal lieber weg. Dankeschön, ja.